Und da sind wir wieder mit einer weiteren neuen Folge von ATS. Ja. Bei der Kacke. Ich frage mich echt, wie viele Leute noch das Problem haben bei ATS. Und ich meine, ich habe es schon auch schon bei vielen Let's Plays gesehen von anderen Leuten. Aber wenn es so viele Leute betrifft, warum merken es denn die Entwickler nicht, dass irgendwas schief läuft? Oder haben sie es bereits gemerkt und es ist einfach ein so großes Problem, dass es ein bisschen länger dauert, das zu fixen? Ja, keine Ahnung, aber schon suspekt. Ja. So. Ready to roll. Ein schöner Aufreger. Oh, ich bin hier falsch. Hä, wo ist der raus? Achso. Ja, guck. Waren hier im Let's Play wirklich noch nie, kann das sein? Wobei auch hier scheint schon etwas gewesen zu sein, weil hier ist ja auch alles gelb und so. Aber hier hinten waren wir echt noch nie, wow. Da war ich in meinem privaten Let's Play, klar. In meinem privaten Spielstand schon 10.000 Mal, gefühlt. Gut, wobei ich doch in Seattle begonnen habe, muss man noch dazu sagen. Also, in einer meiner Speicherstände. Mit der Treppe mittlerweile mehrere. Port of Seattle! Yeah. We could see clearly now. We could see clearly now. We could see clearly now. Aber der Hafen ist noch unanimiert, ne? Bei den ganzen neueren Häfen, also Häfen in den neueren DLCs, der ist ja immer voll Betrieb. Da werden immer Kisten rumgeschöffelt, links und rechts und oben und unten. Und hier ist noch alles ruhig. Hier passiert noch gar nichts. Ja, mal gucken, vielleicht wird ne, genauso wie bei ETS ja auch. Werden ja auch vorhandene Map-Teile ja auch immer mal geupdatet. Wer weiß, vielleicht ist dann hier auch irgendwann mal ein bisschen mehr Action. Achso, dann wäre es aber sinnvoller, da andersrum reinzufahren.
fahre ich mal jetzt weiter und fahre hier lang. Und dann kann ich hier in aller Ruhe rumfahren. Weil wie wollen die mich hier beladen? Normalerweise kommen hier LKWs hin, die Container haben können. So. Versteht ihr, wie ich meine? Na, let's go. Ach ja, raus geht's ja hier auf die Anwälte. Können. Schön grün hier alles. Alter, das ist halt Westküste, ne? Also allgemein, Küste halt. Ich freue mich schon echt, wenn neu, also halt die ganzen nächsten DLCs kommen. Weil letztendlich, seine Mutter, letztendlich ist halt alles, was jenseits dieser Grenze hier ist, also eigentlich schon hier ab dieser Grenze, so lang verfolgterweise, ab hier wird grün. Und hier ist dann alles grün. Richtig grün. Deswegen, also wirklich, wo Stepp und so ist, ist eigentlich bloß hier in diesen Mittelgebieten hier. Ansonsten wird ab hier halt immer richtig schön grün. Da sieht man ja auch schon an Oklahoma und Texas und so, ist ja auch relativ grün. Und ja, wie gesagt, die beiden sind die nächsten DLCs, die auch schon angekündigt sind. Ich schätze mal also, die werden sich hier also einfach weiter hocharbeiten. Das heißt, dann kommt das und dann kommt das und dann geht es hier unten weiter mit dem, etc. Aber wie gesagt, da dürften alles schön grüne Gebiete werden. Da freue ich mich schon ein bisschen drauf. Weil ich finde es ultra geil, in der Steppe zu fahren. Also so Nevada und so, super geil. Aber so grüne Gebiete, vor allem wenn du halt wirklich so Strecken aussuchen kannst, wo du dann halt wirklich beides abwechselnd hast, so. Wenn du einfach mal von der Westküste durchfährst bis zur Ostküste zum Beispiel,
dauert auch noch eine Weile. Da müssen noch ein paar mehr DLCs kommen. Da ist ja wirklich sehr viele verschiedene Landschaften. Das wird schon geil. Warum war das eigentlich so? Ja, jetzt mal meine Einstellung hier umgeschaltet. Achso. Keep left. Ja, die Möglichkeit, wenn du zur Werkstatt fährst und dir da neue Teile suchst, weiß nicht, du hast einen wunderschönen, perfekt ausdesignten LKW und dann gehst du zur Werkstatt und sagst, ich will noch ein Autoradio. Schmeiß den LKW weg und suchen irgendwo auf dem Markt einen LKW, der genauso aussieht wie dein LKW, nur dass er noch zusätzlich noch ein Autoradio hat. Kaufen den und tun so, guck mal, wir sind fertig. In Wirklichkeit ist es aber ein ganz anderer LKW auf einmal. Zumindest kann man sich sonst kaum erklären, dass danach immer alles verstellt ist. Ich meine, gut, ich habe jetzt nie drauf geachtet, ob die Spiegel und die Sitze danach verstellt sind. Sieht nicht so aus, würde ich fast sagen. Hey, die Spiegel dürfen so sein, wie wir sie mal eingestellt haben. Wie gesagt, gerade halt die Anzeige. Die ist halt immer super verstellt. Kommen da links etwa Regenwolken? Oh ja, sieht fast nach Regen aus. Ah, das wäre nicht so geil. Hoffentlich verschwinden die wieder. Weil vor uns, wenn man da ein bisschen weiter guckt, da sieht es eigentlich relativ klar aus, aber schwer zu sagen. Ah, was ist hier schon wieder los? So schwer, das Philosophische Gewicht haben wir doch gar nicht. 15 Tonnen gerade mal. Bei 15 Tonnen braucht ein Auflieger doch keine 4 Achsen. Könnte mir doch nicht erzählen, ja. Hebebrücken.
Nein, nein, oh mein Gott, die Straße. Da. Genug Sort geworfen.
So. Da soll es auch mit der Folge gewesen sein. Der Rastplatz erschien mir gerade gut. Von daher, bis dann.